Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute habe ich für euch die innere Stimme Box von MC Sadri. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Innere Stimme von MC Sadri. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz, ja, hellbraun bzw. goldbraune Box. Hier lesen wir inklusive Durchdrehen Shirt und MC Sadri Sticker. Dann haben wir hier in der Mitte noch einmal groß den Interpreten stehen, MC Sadri. Auf der Seite innere Stimme und auch hier wieder MC Sadri zu lesen. Exakt dasselbe auf der linken Seite, Unterseite blank schwarz. Und auf der Rückseite lesen wir MC Sadri innere Stimme und dann haben wir relativ unüblich die Tracklist aufgedruckt auf der Rückseite. Wir haben 12 Tracks an der Zahl und wir haben zwei Features, und zwar Semi Deluxe und das Bo. Wir haben hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze eine relativ dünne, kleinere Box in so einem dünnen Karton, in so einem gehärteten Papier. Macht man hier oben auf. So, und dann kommen wir mal zum Inhalt. Ja, die Box jetzt leer. Machen wir mal zur Seite. Und zwar haben wir hier ein T-Shirt. In dem T-Shirt gut gepolstert, das Album und natürlich der Sticker. So, wir holen das Shirt mal aus der Verpackung. Und wir starten mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. MC Sadri, innere Stimme lesen wir hier. Und hier im Hintergrund haben wir eine, ja, sieht aus wie eine riesengroße Tür, wie ein Tor, das sich hier öffnet. Also alles schwarz und hier so ein weißer Schein, so ein weißer Spalt, so ein Türspalt, der hier aufgeht. Und hier eine kleine Person, also im Gegensatz zur Tür, zur mächtigen Tür, eine kleine Person. Eventuell, dass sie der Interpret. Hier lesen wir noch inklusive Durchdrehen, Featuring Semi Deluxe und das Bo. Also der eine Track mit den Features hier nochmal extra angegeben. Auf der linken Seite MC Sadri, innere Stimme. Lesen wir hier auf der Rückseite auch nochmals. MC Sadri, innere Stimme. Und dann haben wir auf der Rückseite wieder die Tracklist, 12 Stück an der Zahl, plus eben Feature von Semi Deluxe und das Bo. Auch hier wieder Credits und Barcode. Gut, dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Cover kennen wir. Und dann haben wir hier, ist leider relativ schwer zu lesen, in seinem hellbraunen Ton, die ganzen Infos zu den Tracks. Also wir haben hier weiß aufgeführt die Tracks und dann hier in dieser braunen Schrift die Informationen, wer daran beteiligt war. Features, Produzenten, Mix, Master etc. So ein aufklappbares Booklet. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits. Gut, ansonsten schwarz. Machen wir das Booklet wieder rein. Und dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. MC Sadri, innere Stimme. In Silber gehalten. Und die Rückseite hier wieder schwarz. Dann haben wir einen Sticker und dieser in einer heftigen Farbe, in so einem Neon-Hellgrün. MC Sadri 1.4 lesen wir hier. So sieht das aus. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein Shirt. Und zwar lesen wir hier durchdrehen, wobei das H von durch in dem Fall das MC Sadri Logo der Schriftzug ist. Neckprint haben wir keinen, das Shirt in weiß mit schwarzem Aufdruck auf der Brust. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe XL, ungewöhnlich. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Honduras. Gut, Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße T-Shirt mit dem schwarzen Aufdruck auf der Brust. Durchdrehen lesen wir hier, wobei eben das H dieses MC Sadri Logo, diesen Schriftzug darstellt. Ich muss ehrlich sagen, vom Design her, von der Schrift, ist es mir etwas zu simpel, zu minimal gehalten. Also für mich ist dieses T-Shirt eher nichts. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe XL, dieser Sticker in Neongrün quadratisch und natürlich das Album an sich, Innere Stimme. Das alles in dieser wunderbaren Box, Innere Stimme von MC Sadri. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC Sadri unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.